Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 Alpine DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Meinst du? So, bin immer noch fleißig dabei, das gute Heu wegzuschaffen von uns im Silo. Damit ein bisschen Geld kassieren. Der Drescher ist fleißig am Dreschen. Ist auch schon gleich wieder voll. Das passt, das geht gut. Aber ja, ein 2000er Preis für so ein Bonus schon schmackhaft, ne? Ja. Das ist schon nicht schlecht. So, ich werde jetzt auch da gleich dann umkuppeln, dass ich den Linden da vorne hinhänge. Weil der halt auch 53 läuft. Und dann haben wir ein bisschen eine Markenvielfalt hier. Und dann kriegt der MP Drag auch mal wieder ein bisschen eine Pause, weil der ist jetzt beim Heuheimfahren gelaufen, beim Meniser gelaufen und. Gefallen nicht, der Drescher ist ein Zweitakter. Ja. Hm? Soweit ich weiß, ist der Drescher ein Zweitakter, ist mir gerade aufgefallen. Der Drescher ist? Ein Zweitakter. Ach so. Zweizylinder. Echt? Keine. Ja, anscheinend schon, so groß wie der Motor ausschaut. Ja, okay, der Drescher an sich ist nicht groß. Damals waren alle nicht groß. Ja. Was Großes war ein Zweitakter. So, ich hab ein V6. Oder nur ein Sechszylinder. Ich muss jetzt den Gehweg mal waschen, weil das sieht aus wie Sauge. Aber der wird's auch gut gearbeitet, muss man dazu sagen. Wer ist du noch? Da ja, auf einmal. Also. Ich hab momentan. Ja. Alles gut? Du hast gesagt, du hast den Steier gewaschen. Hab ich eigentlich auch. Ich meine, das war dreckig. Echt jetzt? Ja. Okay. Dann spritzen nochmal ab. Jetzt hat man den Hochdruckreiniger. Ja. Das Ding muss glänzen. Können wir ihn noch mit. Jetzt hat zurück. Schaut schon viel besser aus. Wenn das Schutzblech weiß ist und nicht braun. Weiß. Das sollte normalerweise schwarz sein. Oh. Die sind weiß. Hm? Schutzblech. Hinten. Ach so. Sind nur weiß-rot. Ja, stimmt, sind weiß. So, wo ist mein. Da ist er. Ist der Front alles noch dran? Jetzt ist er ab. So. Kann ich da mitfahren? Ich glaub's nicht. Oh, ich hab gerade vergessen. Okay. So. Zack. Ladewagen war ich auch mal kurz, aber der schaut ja auch aus. Kann nicht mitfahren. Oh nein. Jetzt halt. Wischiwaschi, wunderbar. Ich will noch die Pickup raus, weil ich schon so mit dort. Soll ich auch den Philipp sauber machen? Komm mal her. Oh, ich komm nicht her. Nein! Oh Mann, du. Ja. Nee, dich hier schon wieder gemobbt, ne? Was denn? Ich will ihn nur sauer machen, Kerl. Das überlebst du doch. Ja. Wie war das? Oh, warte. Wir bräuchten noch ein Regal. Ein Regal? Aber brauchen wir ein Regal? Also für Frontlader-Zeugs. Haben wir Einradlenker? Ah, haben wir aus, wunderbar. Helfer B hat einen frostfallen Korntank. Da wollen bin wir gleich dran. So sehen wir dann natürlich gerne, du.
erst noch mal Hetze wieder einstecken. Ja, das merkt man schon, dass es im eigentlich schneller geht mit Lind, ne? Lindtruck. Fährt halt einfach 10 km schneller. Das macht halt dann doch schon mal was aus, ne? Ist auch gleich ein bisschen leiser. Ah, ich stelle mich jetzt so dran, dass ich nicht rankomme. Andere schau. So, geht's über das Überholen auch viel einfacher. Zack, und einmal vorbei. So. Zu. Ich sehe nicht deinen Balken im Weg. Ich hoffe, der kommt nicht. Schon schnapp ich. Ja, reingeschissen. Nee, ist nicht gekommen. Wunderbar. So, wollen wir das. Oh, der ist da. Eieiei. Schnell rüber, das geht noch. Ob das Auto da ist, dauert noch eine Weile. So, aber wir können ja Rundleuchten nochmal machen. Ich habe keine Rundleuchten. Mhm, am MB3 auch nicht. Aber der Linkner hat die wunderschönen Blitzer. Also, am Rostelmarsch habe ich keine. Am Unitraktor dann doch wieder rumschoben. Mhm. Weiß gar nicht, du hast auch die Blitzer, ne? Ich hab zweimal rund umleuchten und hinten Blitzer. Ah, okay, da du hast in der Kabine auch so Blitzer. Geld kommt rein, Preise sind ja auch noch relativ stabil, oder? So, oh ne, Sojabohnen sinkt. Oh nein. Aber das dauert eine Weile, bis das darauf sinkt. Nochmal schön nebenbei 2000 Euro kassiert. Oh, wir haben wieder 20.000. Das doch wunderbar, du. So mögen wir das gerne. Wo bin ich in die Schaufel hin? Keine Ahnung. Wir haben doch mal eine Schaufel. Ja, wir haben die vom DSZ-Projekt, die große. Also das letzte Mal habe ich sie gesehen, wo ich die Silage verloren habe. Aber wo sie jetzt ist, weiß ich nicht. Ich hab sie. Okay. Was haben wir dann für Gewicht? Dieses 8000 MB Druck. Oder das. Die Schaufel schaut ein bisschen überdimensional groß aus. Die ist breiter als wieder Lindner. Als wieder Weidemann. Packt er die? Du, Neff, du. Alter, Steyr hat einen Frontlader am Bau. Wenn es der Weidemann nicht packen sollte. Den B-Truck auch. Ich will mit dem bloß West fahren. Den B-Truck dazu. Achso, ja dann. Den B-Truck hat so weit. Könnt meine Rampe. Ich wollte die Schaufel bloß halt dafür haben, damit ich das Zeug reinräumen kann. Ja. Da wäre halt. Eieiei. Bist du umgefallen? Oder nee. Steht er noch? Vielleicht. Also. Und die Schaufel war leer. Oh. Also wie gesagt, der Steyr steht am Hof, ne? Aber er hebt sie, komischer. Also er ist hinten leicht und rutscht viel, aber er hebt alles. Naja, auch er schlägt also hin, aber er hebt's. Gucken wir uns mal an, das Spektakel. Ja, er wackelt drüber, ne? Hoppala, hoppala. Eieiei. Oh Gott. Das kann man auch mal drehen. Oh oder Flow. Ja. Oh Mann. So drehen die Profis um. Eieieiei. So drehen wir richtig. Mhm. Oh Mann. Eieiei. Ich mach mal zu und lass wieder ab, ne? Ja. Ist vielleicht besser so. Vielleicht. Kann sein, muss aber nicht. So. Komm um die Ecke. Wendig ist er. Ja, das auf jeden Fall. Wendig ist er allemal. Perfekt für den Schaufstab, der ist klein. Ich glaube, da hätten wir mit unserem Lindner oder Steyr. Die ein oder andere Steyr wird vielleicht noch leichter reinkommen, aber der Lindner hat Probleme, glaube ich.
Ja, es war glaube ich ein bisschen wendiger, weil er Allradlenkung hat, aber in der Höhe könnte es kritisch werden, weil wir haben nicht all den allzu großen Stall. Aber wir können den auch noch kleiner machen von der Höhe her. Das ist geil. Also ja. Das einzige, was dann aussteht, ist der Kopf, aber pff, mal. So, der ist unwichtig. Entweder ist es ein Anzeigefehler oder hat er gerade umgedreht? Ah, jetzt geht wieder was rein, gut. Oh, schnell rum. Oh, war knapp. Aber die. So, so. Knapp, aber ging. Wir haben noch nicht berührt. So, da lang. Abladen. Kann man den vielleicht Breitreifen spendieren? Dem Weidemann. Ich weiß gar nicht. Warte mal, da ist der drin. Ich schau schon nach. Nee, es gibt nur entweder Mitas, Trelleborg oder Nokern. Aber eine andere Auswahl gibt's nicht. Aber dieser Größenunterschied, ne? Hat eigentlich unser hat auch eine Rundumleuchte, oder? Nee, hat er nicht, weil wir das andere Dach haben. Ich muss sagen, das ist wesentlich cooler, wenn man es einmal so zusammenkloppen kann. Mhm. Und natürlich für die Berge oder für so kleine Steche ist es natürlich perfekt. Welche haben wir drauf? Die Mieters, oder? Nee, haben wir nicht die Trelleborg drauf? Ich glaube, hier habe ich die Mieters aufgehört. Kann auch sein. Das sind halt eher diese. Ja. Nee, wir haben Trelleborg. Wir haben Trelleborg, ja. Hey, VH, ich mach den jedes Mal aus, ne? Ich meine, wenn der ist aus, dann meine ich, ich habe ihn eingeschaltet, dann ist er doch aus. Soll ich die Dinge? Ne, bist schon dabei, okay. Oder soll ich abtanken? Tank du schnell ab. Okay. War vielleicht ungünstig bei 53 aus dem Ding rauszuspringen, aber gut. Oh! Ja. Ja, umdrehen kann ich. Umdrehen kann er, ja. So, ich mit den beiden. Warte mal, hinten kann man einfach aufmachen. So. Ah, da steht natürlich wieder wunderbar dran. Nicht. Bremsen. Bremsen, oder? Helfer raus. Also rausschmeißen kann ich ihn helfen, aber will mich nicht anstellen. Keine Ahnung warum. Einmal abtanken bitte. Geht das da alles rein? Ja, doch, muss reingehen. Ja, passt das drin. So, da drehst du ihn immer selber schnell mit. So. Ups, das andere Ball. So, ich kann jetzt euch nochmal zeigen. Ich habe den Drescher ausgewählt. Beziehungsweise noch nicht, aber ich habe Schneidwerk ausgewählt. Aber dann müsst ihr normalerweise einen Helfer auch anstellen können. Ich wähle jetzt den Drescher aus. Es gibt kein Haar. Ich drück H wie der Wilde, aber geht nicht. So. Der Motor aus, ne? Jetzt ist aus. So. Oh, wir haben ein bisschen weiter gerollt, aber geht. So. FB wird da aus, okay. Ich weiß gar nicht, wer ist vorne rum schneller? Ich weiß es gar nicht.
Ah, die fahren auch alle da hoch, wunderbar. Kann ich hier einwandfrei rumfahren. Die überhole ich jetzt nicht, weil wir sind nicht gleich am Hof. Was passiert? Ich bin auf zwei Reifen gefahren. Oh. Also auf zwei seitlichen Reifen. Ja, wir gucken wieder zu. Oh ja, das ist relativ schon glatt. Ich hab alle glatt gebracht. 105.000. Aber ich krieg's nicht mehr. Was soll ich sagen? Ich krieg keine Prozentzahl mehr hin. Oh. War gewollt, ich wollte umdrehen. Ja. Warte, ich stelle mich das Gewicht mit vorne drauf. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ich warte mal kurz, ich hole mal kurz ein bisschen Desinfektionsmittel von hier, ne? Ja. Oh Mann. Ich weiß nicht, schauen die wirklich so aus, aber das ist doch keine. Nee. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau. Ich weiß halt auch nicht mal, ob es die in E gibt überhaupt. Ja doch, in E gibt es schon, die. Weidemann. Ja, also die, im Prinzip der Hauptrag oder so weiter. Weil der wir noch guten alten Diesel. Weil der erste Hoftrag und Anführungszeichen ist ja auf Elektrobasis basiert. Wer? Der erste Hoftrag, den wo einer baut hat, war elektrisch. Was? Kann ich aber nicht glauben. Doch. Stand in der Zeitschrift. Weiß gar nicht mehr, no Werbung oder so, also no Placement, entweder war Stark oder Faction. Von welcher Marke? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das war noch alt Schwarz-Weiß-Bügler. Keine Ahnung, du. Warte. Ach, was soll ich warten? Erste Werbung. Nein! Ah, oh, sie bremsen sich abschalten. Ah, warte. Wo ist denn jetzt das Ding? Da. Ey, ich hab Fuchszack. Das muss sein. Was hast du gemacht? So. Jetzt passt. Oh ne. Aber schau, wenn man den Ding öffnet, dass du dann abbremst. Naja. Ist halt eine Sicherheitsmaßnahme, ne? So, Zugbild nicht kommen. Wunderbar. Ah, diesmal sind wir früher dran. Ha, die heißen nicht da. Kann ich schnell lieber. Das kam ein bisschen verspätet, aber gut. Erzähl. Oh nee. Nee Leute, wir haben keine Hobbys. Oh Mann, ey. So. Im Sommer Fahrrad fahren, aber auch nur im Sommer. Im Winter, da kriegt's dann mit Finger um. Ohne die Fahrt, ohne. Was? Es ja. Gibt Leute, die fahren dann mit dem Mofa. Ja, okay, wenn man die passenden Handschuhe so anhat, aber ohne Handschuhe. Jo. Angenehm, ne? So, wieder 2288 Euro dazu bekommen. Der muss sich schon noch aushalten, du. Der Weidemann. Eine 360 Grad Drehung geht, habe ich gerade was probiert. Ja, ne, ja, warte mal. Was sagt man denn dazu, wenn es zweimal dreht? Die zweifache 360 Grad Drehung geht auch. LVP ist voll. Jetzt ist mal vorne hier vorne rum. Gucken, ob es da schneller geht. 720er Drehung. Nein. Doch. Ja. Ne, 820 Grad. Aber nennt man das so? Ja. Also ich kenne den. Meine Ahnung. Genau weiß ich es auch nicht.
Ja, ich glaube, dann sagt man dazu eine zweifache 360 Grad Drehung. Glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Wie viele wunderschöne Liter Sojabönchen haben wir denn schon? Ne, 13.900. Oh, okay. Das wären 13. Ne, warte mal. Das wären 26.000. Boah. Plus minus. Boah, ich darf auch meinen Betrag fahren, ja. Ja, das steht frei im Hubraum für jeden. Es werden breite Schlüpfen drauf geknallt. Ich weiß, das macht man nur nicht, aber. Ja, zum Silopart fahren doch, oder? Also mit Pflegebereifen würde ich jetzt gar nicht unbedingt drauf fahren. Die. Oder für was nutzt du? Ich habe jetzt Michelin-Reifen genommen, weil. Die sind höher, da kann man nicht so leicht aufgehen. Für Silofest fahren, oder? Ja, aber dann nimmt man doch normalerweise breitere. Ja, aber ich habe jetzt breitere genommen und Michelin, weil die höher sind, damit man nicht so schnell aufruckt. Ja, aber nee, weil ich meine, schon normalerweise macht man das nicht oder so. Nein, mit Pflegebereifung hast du. Egal. Pflegebereifung fahren wir normalerweise nicht Silo. So. Hinten eine Tonne von Soja und vorne eine Tonne von Epitrak. Dann geht das ab auf das Silo. Und Plattwolzen. Federung bedankt sich zwar, aber egal. Hm. So. Aber ich muss sagen, ich war echt mal der Meinung, Schafe waren billiger, aber kann ich mich auch täuschen. Ah ne, weil mein Season 20, glaube ich, billiger. Da haben sie nur 500 oder so gekostet, glaube ich. Aber ist 1500 für ein Schaf realistisch? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. 1500 für eine Kuh, ja, 2500 für eine Kuh, für eine gute, da schon. Ja, aber jetzt auch nicht unbedingt für die Brahma, oder wie die heißt, Brahmaus. Hm. Ist die Brahmaus-Ding nicht die komische da? Ja, die mit dem komischen Huckel. Sind das gute Milchkühe? Ich glaube nicht, oder? Das sind Fleischkühe. Ja, haben wir gedacht. Aber ich werde jetzt in unserem Hof halt nur in der Ladung vollfüllen, aber wir dürfen uns natürlich fürs Zuschauen, meine Damen und Herren, für euch auch schon wieder bedanken. Die Folge ist nämlich auch schon wieder zu Ende. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf, falls noch nicht getan, grau färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad im LS19 Alpine DLC zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my way. Lost in these days.